Bei einer israelischen Militäraktion im Gazastreifen sind mindestens 10 Menschen, darunter ein hochrangiger Militärchef, getötet worden. 75 weitere wurden verletzt. Als Antwort auf Israels Luftangriffe haben militante Palästinenser der Gruppe Islamischer Dschihad nach eigenen Angaben rund 100 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelischen Medien berichten zufolge auf offenem Gelände niedergingen oder vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen wurden. Israel wird nicht tatenlos zusehen, wenn versucht wird, seiner Zivilbevölkerung Schaden zuzufügen. Diese Regierung verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen versuchten Angriffen aus dem Gazastreifen. Terrororganisationen werden nicht die Regeln in den Ortschaften am Rande des Gazastreifens bestimmen. Israel ist nicht an einer breiten Operation interessiert, hat aber auch keine Angst vor ihr. Unter den Toten befanden sich nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde ein 5-jähriges Mädchen und eine 23-jährige Frau. Der Angriff Israels habe Taysir al-Jabari, dem Militärchef und weiteren Mitgliedern des Islamischen Dschihads, gegolten. Letztere wird von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Israel erklärte, es habe die militante Gruppe als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung ins Visier genommen, nachdem am Montag ein hochrangiger Kämpfer im Westjordanland festgenommen wurde. Die Organisation soll einen Angriff auf israelische Zivilisten vorbereitet haben.